Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 und wir suchen uns doch trotz allem jetzt doch einen Job. Ich will gerne noch was wir machen möchten. Ich kann natürlich einen Maler. Die Malerei beginnt halt schon ziemlich viel. Meister des Riegel Kunstmetzen. Ja, es kriegt auch schon ziemlich viel Geld halt. Bewusster Gewalthaber, Ranger und Installer Schmuggler. Okay, Verbrecher, Boss oder Oracle, Technikguru, E-Sportler, Stabunternehmer. Natürlich alles Möglichkeiten, ne? Musiker, Komiker, Diamantagent oder Schurke, Autor oder Journalist. Na komm, nimm jetzt Technikguru Freak. So. Soll ich nochmal aushalten? Kaufen Sie ein Objekt mehr von 500. Was ist das jetzt? Zuspruch im Spiegel, na gut. Wann muss er zur Arbeit? Morgen, oder? Morgen, das heißt, das sollte ich jetzt dann. Ja, gut. Also nicht gleich, aber ich muss dann halt schauen, dass er auch mal bei Zeit ins Bett geht, damit er dann morgen fit ist, wenn er zu seinem Job muss. Wobei der immer noch ziemlich angeschlagen hier der geht. So, und dann Mahlzeit kochen. Kochen. Grillkäse. Eine zur Portion. Hat er nicht gekocht, Mama? Grillkäse? Oh, jetzt geht's. So, und dann haben wir das hier. Ja, Objekte kann ich einfach vergessen. Guck mal, da anrufen, das kriege ich noch hin. Na, so geht doch. Mit jemand chatten. Okay. So, jetzt erstmal weiter kochen. Hallo? Was weiß ich, wo sie wieder hinkommt. Willst du mich verarschen? Hallo? Der steht vor dem Herd und weiß nicht, wie er zum Herd kommt. Und das fackelt es hier ab oder was? Ja, wir haben morgen noch ein kleines Problem hier. Irgendwie geht's nicht so, wie es gehen sollte. Die Pizza steht auch schon inzwischen. Wegwerfen. Das Technikgerät ist auch im Arsch. Das müssen wir besser reparieren. Versuche ich das nachher nochmal fertig zu kochen. Ich tue mal zweifach Geschwindigkeit, damit ein bisschen vorwärts geht. So, und dann soll er 4 Uhr morgens und der ist schon auf, ey. Unglaublich. Okay, jetzt muss er auf die Toilette. So, dann soll ich hier fortsetzen nachher und das hier aufräumen. Eigentlich könnt ihr dann auch gleich noch auf die Toilette gehen. Auf die Toilette. Zum Duschen meine ich natürlich. Doch, das ist doch ganz schmutzig, ey. Warum der hier nicht mehr weiterkocht, das ist echt eine Frage. Aufräumen geht anscheinend. Suchen wir nochmal. Ich mache eine Torte, wenn ich schon nicht fähig bin, diesen Käse zu backen. Was für eine Sauerei. Okay. Okay, diese Hürde hat er mir genommen.
Sonst möchte ich jemanden kennenlernen. Bist jemand, der gerade aus dem Raum läuft, wahrscheinlich, ja? Wenn jemand aus dem Raum läuft. Oh, da kommt eine ganze Familie. Die möchte zwar ins Bett. Gut, Tränke de Lange trinken, das wird wahrscheinlich jetzt nicht bringen. Weil ich natürlich jetzt erst gerade. Ja, ich würde sagen. Ich versuche nochmal den Käse zu kochen. Also praktisch, da ich eh gerade weggelaufen bin. So. Der kriegt das echt nicht hin, diesen Käse zu backen. Was ist denn hier? Was ist echt da kaputt, ey? Mit einem Herz lässt er das Ding liegen. Unglaublich, sowas echt. Wollen wir kurz duschen noch? Nee, das wird nicht mehr reichen. Jetzt muss er zur Arbeit. So, und los zur Arbeit. Ja, wenn die Sims auf der Arbeit sind, dann läuft auch die Zeit viel schneller. Weil man die Zeit ja eh nichts machen kann. Ja, ich habe ein größeres Schlafzimmer in der Zwischenzeit. Auch dieses Zimmer habe ich vergrößert. Der Grund ist, so kann ich natürlich, was? Jack ist ehrgeizig. Ehrgeizige Sims sind sehr karriereorientiert. Läuft ja aber gut oder schlecht, wie sieht das Gemüt aus? Okay, was jetzt? Angespannt. Beförderungssorge. Okay. Duschen, weil er angespannt ist. Ja gut, kann er von mir das machen, wenn er nach Hause kommt. Wenn er nach Hause kommt, wenn wir nach Hause kommen, bin ich gespannt, wie viel Geld er reinbekommt. 5 und 7 haben wir jetzt. Jetzt müsste er gerade 5 Uhr also Feierabend. Wenn ich alles täuscht. Okay, doch später. Was 18 Uhr. Müsste jetzt gleich kommen. Okay, hat irgendwas Geld nach Hause gebracht. Okay, hat tolle Arbeit geleistet. Ah, komm, lass duschen. Ich gehe wieder mal ein bisschen auf mittlere Geschwindigkeit. Müssen wir noch eine Mahlzeit kochen. Entschuldige. Und dann ein Rezept aus der Liste. Bin ja gespannt, ob ich jetzt zu Ende kochen kann oder wie die mit denen abbricht. Oh, schau mal, er hat sogar echt zu Ende gekocht. Unglaublich. So, ich gehe ins Toilett und nachher zum Schlafen. Ich glaube, ich kann euch hier die ganzen Sachen noch besser anschauen. Das war's nicht. Die Harntragung und so weiter sehe ich hier nämlich auch gerade. Der Spaß ist ja ziemlich unten. Aber ich muss jetzt echt mal schlafen gehen. Ja, der ist müde.
Ist hier Sauerei? Oh, Tatsache ist Sauerei. Ja, so, wenn er aufwacht, soll er das gleich dann sauber machen. Aber ihr seht schon, jetzt kaum bin ich in diesem Arbeitsleben, komme ich zu gar nichts mehr. Gut, man versucht natürlich, den Sims hochzukriegen, indem man diese sozialen Wünsche erfüllen tut. Und jetzt werde ich wieder vom Spiegel rumackern. Also jetzt erstmal duschen. Dann will er ja was für 500 Kröten haben. Jetzt habe ich schon mal, ob wir eine Badewanne kriegen. Ja, das würde ich sagen, ist doch ideal. So. Jetzt haben wir auch schon wieder einen Wunsch erfüllt, den er haben wollte. Wo wir natürlich jetzt tatsächlich extrem pleite sind. Ja, Sport, Spaß spielen. Kühlschrank kochen. Ach so, jetzt verstehe ich das. Jetzt können wir schon Stufe 2. Oh, ob ich echt wäre von 1000 Euro. Ach du Kacke, ey. Zwiebeln, Tomaten, Fisch, was ist das? Ja, ich habe keinen Fisch mehr gewählt. Okay. Ist wohl angebrannt. Aber irgendwie habe ich es doch geschafft. Sehr schön. Okay, ich möchte ein Bad nehmen. Scheinbad nehmen. Da fährst du dazu durch, ist ja cool. Kannst du den Zug verfolgen? Nein, natürlich nicht. Das ging zu schnell. Na gut, wir haben Samstag. Arbeit am Samstag, können wir gleich hier schauen. Ja, er arbeitet am Samstag, um 10 Uhr ist er los. Das heißt, er hat noch knapp eine Stunde. Das hier, glücklich werden. Kann bestimmt nicht so machen, spielen. Bei der wahrscheinlich jetzt jede Stunde am Baden ist. Wenn direkt zur Arbeit muss, dann können wir es auch gleich knicken machen. Jetzt ist es verspielt, super. Jetzt geht es zu verspielt zur Arbeit, wenn das aber nicht eine super Einstellung ist. Wir können schon von einem sagen, dass verspielt zur Arbeit geht. So, und das war's dann. Hoffe ich mal, dass er super Job macht, vielleicht eine Beförderung kriegt, dass wir mehr Kohle haben. Zurzeit sieht es echt ein bisschen lahm aus, ganz ehrlich gesagt. Mal 150 und Silber was für 1000 zu kaufen. Das liegt jetzt ja gar nicht drin. Ja, und anscheinend hat er ziemlich Frust zurzeit. Er ist ziemlich angespannt. Die müssen nicht schauen, dass er hier seinen Job macht und dann vielleicht eher nicht mehr angespannt ist. So, dann würde ich sagen, duschen wir nochmal. Und jetzt lass mir was spielen nachher. Er soll ja glücklich werden. Dementsprechend müssen wir schauen, dass er glücklich wird. Oh, Telefon. Komm mal vorbei, ich liege die Leute in der Badewanne. Oh. Fügst anfunkeln, während ich am Rechner sitze. Okay, das kam wohl gar nicht gut an. Thank you.
So, das soll jetzt mal wieder weggehen. Ich möchte die Katie kennenlernen. Hey, willst du hier zu ihm? Okay. Ich glaube, die Katie war gerade Malerin. Machen wir ein Polizeiwitz mal. Ich habe die Comedy-Fähigkeit erhalten, bin ich als Komiker geworden. Super. Okay, das hat er gar nicht gern. Was, K.O. schlagen? Ach du Kacke. Habe ich richtig nach Tagung fragen? Jetzt haben sie Plätze tausch gemacht? Unglaublich. Schau sie mal Co. Okay, er hat es wohl nicht gemacht. Also, bitte zu gehen und tiefgründige Unterhaltung. Ja, am Sonntag, ich habe ja, ja gut, die geht wohl nach Hause, dann würde ich sagen, geh ins Bett. Ja, wir haben ja ein bisschen diskutiert, das gibt da sicher wieder mehr Stoff und ich sehe gerade, die Folge ist eh zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und schaut mir das mal rein, das heißt Sims 4. Und tschüss.